Hallo meine Freunde, ich bin's, euer Freund Seat. Heute befinden wir uns im Wald Dracken in der Hauptstadt. Und ich habe schon mitbekommen, dass einige mal gefragt haben, wo finde ich was. Deswegen mache ich eine kleine Stadttour mit euch und zeige euch so gesehen die in Anführungszeichen wichtigsten Orte. Wir beginnen hier am Flugmeister. Vom Flugmeister aus haben wir direkt links hier in diesem Gebäude einmal das Aktionshaus. Direkt gegenüber müssten wir das, genau das Gasthaus haben. Und hier hinten in der Mitte haben wir dann die Bank. So, dann fliegen wir einmal. Hier unten haben wir dann natürlich die ganzen Berufe. Hier könnt ihr einmal berufsspezifische Sachen aufgeben. Ihr könnt euch was auch auf Favoriten setzen, so wie ich. Zum Beispiel das Schild habe ich jetzt auf Favoriten gesetzt, das könnt ihr dann euch craften lassen. So, dann, wenn ihr euren Drachen verändern wollt, dann fliegt ihr einfach von dem Handelsposten da unten einmal schräg gegenüber und hier könnt ihr dann euren Drachen abändern. Dann fliegen wir einmal wieder hoch, fliegen einmal zurück zu dem Posten, machen eine Linksdrehung, fliegen hier die Treppe hoch, fliegen hier einmal hin. Und hier habt ihr dann den PvP-Händler. Hier gibt es zwei Stück. Hier könnt ihr einmal euch was für blutige Münzen kaufen, was ihr über den WoW-Mode kriegt. 50 blutige Münzen kriegt ihr für einen Spielerkill, teilweise aber auch über die PvP-Weltquest. Hier habt ihr dann den für Ehre und direkt daneben dann für Eroberungspunkte. Hier habt ihr natürlich auch dann direkt den Aufwertmeister. So. Das sollte dann auch erstmal alles gewesen sein, was in Waldracken mehr oder weniger das Wichtigste ist. Ich hoffe, ich konnte euch ein kleines bisschen damit helfen. Ich wünsche euch was. Lasst gerne ein Abo und einen Kommentar da. Und dann, man sieht sich, macht es gut und auf Wiedersehen.